Also ich weiß es noch wie heute. Wir haben damals in Wyoming in Amerika Dinosaurier gegraben und da war dieser Augenblick, wo ich diesen Stein zur Seite schieb und plötzlich taucht dieses wunderbar erhaltene Becken ja, von einem kleinen Raubdinosaurier auf. Und wir wissen heute, das war tatsächlich der kleinste jemals gefundene Allosaurus. Und wenn man sich jetzt das Gebiss von dem Stück anschaut und die Untersuchung berücksichtigt, dass der erst 2 Jahre alt war, dann bin ich mir sicher, dass ich das nicht als Haustier hätte haben wollen. Also Little L ist nach unseren Erkenntnissen etwa 2 Jahre alt geworden und wir können nur mutmaßen, warum das Tier so jung gestorben ist. Aber die Untersuchungen haben ergeben, dass an der Stelle, wo das Stück gefunden wurde, vor 150 Millionen Jahren ein tiefes Wasserloch war. Und wir wissen, dass die großen pflanzenfressenden Langhalsdinosaurier dorthin gegangen sind, um in diesem tiefen Wasserloch zu trinken oder vielleicht auch Wasserpflanzen zu fressen. Und ab und zu sind die abgerutscht in dieses tiefe Wasserloch und sind nicht mehr rausgekommen, sind dort verendet und haben natürlich dann die Raubdinosaurier angelockt. Und Little L, mutmaßlich, ist dann eben in dieses Loch runtergesprungen, hat gefressen und ist dann entweder nicht mehr rausgekommen oder ist von einem größeren Raubdinosaurier attackiert und getötet worden. Wir haben ja schon eine Weltsensation im Dinosauriermuseum Altmühltal mit Rocky, dem einzigen jugendlichen Originalskelett eines Tyrannosaurus Rex. Und die gesamte Mannschaft ist extrem stolz darauf, jetzt eine neue Weltsensation zu haben mit dem jüngsten bisher gefundenen Allosaurus der Welt, Little L. Es ist einfach faszinierend, diesen Dinosaurier Little L hier vor Ort direkt in die Augen schauen zu können, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dieses Tier vor 150 Millionen Jahren gelebt haben könnte. Und ich möchte jetzt schon ein kleines Geheimnis verraten, dass wir hinter den Kulissen bereits an der nächsten Sensation arbeiten. Genau an, ne? Mhm. Weil wie gesagt, wenn du diesen Crispy anschaust, ne? Pfeile drauf hier, ne? Ja. Verstehst du, das sind ja praktisch jetzt diese Restpfeile, die nach unten hängen. Ne? Aber damit die Frau noch beeindruckt hätte, das war nicht zu bezweifeln. Na wie? Das ist der, das. Ja, ich kann wieder nur sagen, toll, das ist so schön, dass ihr jetzt alle hier seid und uns begleitet bei der Enthüllung unserer nächsten Weltsensation. Wir haben ja in den letzten Jahren schon das ein oder andere hier präsentieren dürfen und Raimund hier zu meiner Rede. War klar, wir haben da etwa 15-20% von kleinen Raubdinosauriern. Und das ist sensationell. Raubdinosaurier sind wahnsinnig selten. Jemals entdeckten Allosaurier, also kleinen Raubsaurier, jetzt hier zur ersten Mal. Direkte Bilder zu machen von sich selbst, mit ihm zusammen, Selfie und so weiter. Idealerweise nicht anfassen, aber man kriegt natürlich nochmal eine ganz andere Qualität der Bilder und danach wird der Sarkophag verschlossen. Viel Spaß. Dankeschön. Nicht mehr so sehr auf Arme. Ein Allosaurus war an mehreren Punkten gefährlich.
Also wenn man sich vorstellt, dass die praktisch hier rumgelaufen sind, das ist unvorstellbar. Also ganz toll, dass man sowas mal aus nächster Nähe so erleben darf, vollständig erhalten, Wahnsinn. Absolut beeindruckend, wirklich schön, super. Also Weltsensation, ich freue mich da dabei zu sein. Also, der ist übelst cool. Der ist voll cool, der Dinosaurier. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Der ist mega. Ja. So, irgendwie so überraschend. Okay. Ja, genau so. So, Ja, fantastischer. Und dann muss der in etwa zwei. Wir wollen sie noch genauer fragen. Dann wäre er erst noch da. 10 Jahre, genau. Sie haben schon 0 Jahre. Sie kennen 10 Jahre. Das war klasse, den zu finden, Herr. Aber wir haben lange gesucht. Wir haben viele Jahre haben wir in der Gegend gegraben. Ist das ein großes Problem, den nochmal reinzusetzen und wieder rauszunehmen? Mit einem Hammer und einer Schaufel. Und von welchem Tier ist der? Das da ist von dem kleinen Allosaurier. Ist das der Oberschenkel? Ich muss mal anfassen. Ja, das ist ein echtes Skelett. Das ist ein ganz echtes Skelett. Ja, das ist der echte Knochen. Den habe ich in Amerika gefunden. Den habe ich in Amerika ausgegraben. Wie tief? Der war ziemlich tief. Der war etwa 5 Meter unter der Erdoberfläche. Da haben wir vorher mit einem Bagger ein großes Loch gegraben. Und da ganz unten drin ist er dann gelegen. Wollt ihr den auch mal anfassen? Schau mal. Ne? Ja, ich hab dann echt einen Dino-Knochen angefasst. Ha?